Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal Spieler-LPT. Ich bin's Errolos und wir sind heute wieder eine Runde Master Builders. Ich produziere das Ganze hier gerade vor. Ich bin aktuell gerade in Rom, wenn ihr dieses Video seht. Das heißt, ich bin mit der Klasse unterwegs auf der Abschlussfahrt für die 12. Klasse und gehe meinem schönen Leben nach. Naja, es wird wahrscheinlich warm sein. Aber ich hoffe, das Ganze wird auch cool, aber ich glaube dran. Also, eine Wasserpistole. Ich habe halt keine Ahnung, wie die aussehen soll. Ja, Leute, ihr seht meine unglaublich hässliche, unglaublich schöne, Entschuldigung, Wasserpistole. Gut. Meister Bleeding, sorry. Da ging sogar meins schön geworden. Nee, also das ist alleine Feuer und keine Wasserpistole, aber auch die Pistole ist Pixelart nicht viel Mühe gegeben, naja. Oh ja, noch so ein schönes Gebilde. Und dann noch Werbung. Sorry. Also, das sieht einfach mal auch nicht gut aus. Das ist mit Glasscheiben. Für die Teile hier okay, aber für oben drauf, nee. Sorry. Also, ich habe wenigstens probiert irgendwie. Ja, schon besser. Das ist wenigstens mal. Das hier vorne ist cool. Ja, komm, gekriegt ein It's okay von mir. Das war jetzt nicht ganz wasserpistolentauglich, weil es nicht wirklich haltbar ist, aber. Von der Idee hier vorne und alles ziemlich cool, finde ich. Okay, da hat jetzt noch nicht so viel auf die Wasserpistole gelegt, aber auf die Menschen. Also das finde ich sau cool. Die Wasserpistole ist jetzt zwar nicht so ausgearbeitet, aber man sieht, es soll ein Wasserstrahl sein. Und die Menschen, das ist schon ziemlich cool. Besonders Badehose und Bikini sieht gut aus. Ah ja, das sieht... Ja, so hätte ich mir meine Wasserpistole eher vorgestellt, ja. Ja, doch. Das kriegt auf jeden Fall ein Gut von mir. Die Idee ist zwar, die Idee ist halt ziemlich einfach und alles, aber ziemlich gut umgesetzt. Cool. Okay. Ja. It's okay. Ne, wobei. Ja, doch, it's okay, ja. Nicht ganz so cool wie das andere, aber auch durchaus in Ordnung, als Wasserpistole zu erkennen. Das hier. Ja, mit Diamantblöcken und Obsidian. Ich finde, das sieht einfach nicht gut aus. Es liegt nicht nur im Texture Pack, sondern so im anderen normalen Texture Pack stelle ich mir das viel schlimmer vor. Ja, okay, gut. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen hart. Da waren andere deutlich schlimmer. Und das ist ein blauer Shy Guy. Das hat überhaupt nichts mit einer Wasserpistole zu tun. Blue Shy Guy, der heißt auch noch so, Alter. Warum ist das jetzt nie explodiert? Das verstehe ich nicht. Okay, und das ist auch mal Ice Bleeding. Das ist einfach... Das ist einfach schlecht. Entschuldigung, aber... Das ist ziemlich schlecht. Ja, das haben die anderen auch so gesehen. Okay. Das war gar nicht verstehen. Oh, guck mal, welches... Wow, everything is amazing. Okay, vielleicht die Artikel waren jetzt vielleicht doch nicht so optimal. Ja, naja. Egal, mal gucken, was es geworden ist. Bin ich der Letzte gewesen? Ich vermute mal. Ja, sieht so aus.
Ja, okay, Mittelfeld kann ich verstehen. Ja, ist in Ordnung, ist in Ordnung. War jetzt nicht mal eine beste Runde, auf keinen Fall. Naja. Na gut, bis zur nächsten Runde. Jo, und damit willkommen zur zweiten Runde. Was ist jetzt der Begriff? Hot Tub. Ach, schade. Ich bin gar nicht mehr ganz fertig geworden. Ich wollte doch gerade Villager reinsetzen. Oh Gott, sieht meins eigentlich übel aus. Ja, joa. Ich geb mein. Ja, komm, es ist okay. Ist okay. Das sieht. Das ist schon ganz nett. Es fehlen zwar so ein paar Sachen, aber an sich ganz in Ordnung. Nee. Nee. Das sieht mir aus wie ein Aquarium zum Reingehen. Jetzt wirklich. Also, nee, Entschuldigung. Damit, da hätte man in der Zeit wirklich mehr anfangen können. Ja, okay. Ah, das ist halt. Ja, das kriegt man gut. Also, der hat ein bisschen noch drumherum was gebaut. Noch eine kleine Chillout-Area. Ja, doch, das kriegt man, wie gesagt, gut. Das ist ein. Gut. Dann hier kommt das. Okay. Ja, das bekommt auch ein gut. Ja, man kann es hier zwar nicht hochspringen, aber das ist. Das ist durchaus. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Was war das jetzt gerade? Dann. Das sieht jetzt zwar nicht cool aus, aber alleine für die Idee bekommt es von mir ein gut, weil. Hier, er hat im Prinzip hier die Dopper genommen, um zu zeigen, dass wo dieses Gesprudelte rauskommt. Das finde ich halt sau cool. Bin ich nicht gekommen. Ja, Sorry, das ist eindeutig überhaupt nicht fertig geworden. Ich verstehe nicht, was er hier gemacht hat. Boden gewechselt, okay, aber. Okay. Explosive Andy. Ich hätte gedacht, sein Name ist Programm. Entschuldigung, das ist einfach scheiße. Das hätte man. Also, wie gesagt, da hätte man in 5 Minuten deutlicher machen können, dass die Partikel sind auch nicht wirklich passend. Und alles, das. Entschuldigung, Obst im Haus, aber. Okay, das bekommt. Ja, das sieht halt nicht wirklich gut aus. Aber es kriegt von mir trotzdem nur ein Mäh, weil. Die Idee ist an sich nicht schlecht, dass man im Prinzip das Ganze als Becken auffasst. Aber finde ich ein bisschen problematisch. Ja, it's okay. Doch, das ist in Ordnung. Auch wenn der kleine Villager hier wahrscheinlich ertrinkt in dem Wasser, aber das ist okay. Ja. Ja, meh, nee, also. Es sieht jetzt nicht wirklich gut aus, die. Okay. Ah, schade, da ist er nicht fertig geworden. Aber für die bekommt er it's okay. Er ist zwar nicht ganz fertig geworden, wie man hier sieht, er hat den Steg in der Mitte gelassen und alles. Aber mit dem Wasserhahn hier, das finde ich doch ganz in Ordnung.
das ist meins jetzt. Ja, also ich hätte. Ja, naja. Ich bin mal gespannt, was das wird. Also ich hätte zwar gerne noch Villager reingesetzt, aber ist ganz in Ordnung. Oh, bin Zweiter. Nee, ich bin sogar Erster. Was? Ich bin ja genau punktgleich. Ja, lol. Ja, schade. Das war jetzt irgendwie nichts wirklich Geniales dabei. Ich meine, die Runde ist für mich ganz gut gelaufen, aber da war jetzt leider nichts Geniales dabei. Aber ich habe Zweiter. Nee, also, beziehungsweise mit Erster. Nein, ich würde sagen, noch eine Runde geht auf jeden Fall. Bis gleich. Scheren. Oh, das kann lustig werden. Ja, scheiße, ich wollte jetzt gerade noch ein Radiergummi machen, aber hatte keine Zeit mehr dazu. Ja, naja, ich glaube nicht, dass man erkennen soll, dass das Stifte sein sollen. Oh, das ist cool. Zwei Scheren und dann noch so ein Stiftebehälter. Das finde ich echt cool, das ist amazing. Besonders ist es ziemlich gut umgesetzt, im Gegensatz zu meinem Erkennen, was es sein soll. Ja, doch, doch. Ja, das bekommt gut. Die Idee ist auch ziemlich cool. Der Schere schneidet gerade was durch. Ist halt echt so, man kann nicht nur Scissors bauen. Ja, nee, das Gurt ist da. Das ist ziemlich cool. Ich mag die Idee. Ja, und. Die Schere ist ganz cool, aber das war es dann auch schon wieder, weil. Da ist er halt nicht mehr dabei und das ist irgendwie schade. Nee, also das sieht einfach nicht gut aus, finde ich. Das stimmt einfach das Verhältnis nicht. Das sieht seltsam aus. Was das hier sein soll, weiß ich auch nicht ganz genau. Soll das ein Blatt sein, was durchgeschnitten wurde? Keine Ahnung. Meister Bleeding. Was genau soll das darstellen jetzt? Besonders, was hat das dann mit Schere zu tun? Ja, irgendwie Obst im Haus hat immer so ein paar Probleme beim Bauen. Was zum... Verstehe ich irgendeinen Witz nicht, oder? Okay. Ich habe zum Glück noch... Okay, das ist einfach der Mensch, der hält die Schere in der Hand. Aber das hat jetzt gedauert, bis ich das erkannt habe. Deswegen okay. Ist okay, ist da... Ja, wahrscheinlich wird das, wahrscheinlich soll das darstellen, dass die Schere sich weggepowdert hat. Was? Ich hätte doch ein Meister Bleeding geben sollen. Weil, was ist das eigentlich? Ja, Meister Bleeding! Hey, Jungs! Das ist absolut hässlich, was ich hier gemacht habe. Ich hoffe, die Leute erkennen, was ich hier wollte eigentlich. Ach, ich hätte das mit Treppen machen sollen, dann wäre es auch so drauf und zugegangen. Also, es ist nicht explodiert, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Könnte es sein, dass ich immer der Letzte bin? Warum? Ich hab gewonnen! GG!
Ja, läuft. Ich würde sagen, zwei Runden gewonnen. Das sieht auch ganz gut aus. Und beim zweiten Mal sogar haben mit relativ vielen Punkten. Also, naja, es geht. Aber das war ganz in Ordnung von den Punkten her. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dürft ihr gerne ein Like da lassen. Ja. Guckt euch die Videos von letzter Zeit an. Wie gesagt, das ist jetzt diese Woche vorproduziert. Das heißt, ich kann jetzt auch leider nicht live auf das letzte Video so eingehen, falls was sein sollte. Das nächste Video, was wieder regulär produziert wird, kommt in 2 Wochen. Nächste Woche wird auch noch vorproduziert sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dürft ihr uns das gerne zeigen. Ich würde sagen, ansonsten bis nächste Woche. Ciao.